Hallo, hallo. Heute möchte ich euch ein kurzes Video zeigen, und zwar, wie man hier diesen Zigarrenrauch zustande bringt. Mit ein paar Einstellungsebenen. Ups, die falsche. Und zwar eigentlich mit einer Rauchtextur und einer Wolkentextur, einem Wolkenhimmel. Viel Spaß beim Zusehen. Während dem Shooting habe ich die Zigarre nicht anzünden lassen, und zwar aus folgendem Grund: damit hier eben der Zigarrenrauch nicht in das Auge steigt oder dem Model ins Auge kommt. Es gibt dann Tränen in den Augen bzw. einen etwas verzwickten Gesichtsausdruck. Und der zweite Grund ist einfach, dass dieses Glühen dann hier und der Rauchen mit Blitzlicht wahrscheinlich nicht so gut kommt bzw. mir auch Schatten wirft. Für diese Technik verwende ich hier zwei Fotos, einmal hier diese Wolkenstimmung und einmal diesen Rauch. Beide Texturen hier habe ich im Blog verlinkt, könnt ihr dann direkt herunterladen von cgtextures.com. Einfach anmelden und kostenlos herunterladen. Ich fange hier mal mit dem Rauch an. Ich verwende hier das Verschieben-Werkzeug hier und ziehe mir diese Ebene einmal hier rein. Habe hier eine neue Ebene, die taufen wir gleich Rauch. Und mache mir gleich eine neue Gruppe. Die taufe ich hier Zigarre. Als nächstes verwende ich diesen Himmel hier, diese Skies. Schiebe diese ebenfalls rein. Sind ja auch drinnen. So, den Rauch geben wir darüber. Und das taufen wir Himmel. Gut. Himmelebene mal weg. Diesen Rauch. Für den Rauch hier habe ich, ja, schwarz, relativ unsauber, Graustimmungen und so weiter drinnen. Ich nehme hier mal eine Tonwertkorrektur mit einer Schnittmaske hier zu aktivieren. Dann wirkt diese Tonwertkorrektur nur auf diese Rauchebene. Und sage hier mal mit dieser Pipette, Schwarzpipette, das ist schwarz. Ja, sieht schon gut aus. Können wir wieder ausblenden. Und bei der Ebene Rauch wähle ich hier die Füllmethode negativ multiplizieren. Auf die Rauchebene kommt jetzt eine Maske mit einem Pinsel, dem Pinselwerkzeug hier, und einer relativ großen Pinselspitze, Farbe Schwarz hier, und male mir hier in dieser Maske diese Bereiche mal weg, die ich nicht mehr brauche. So, hier unten vielleicht noch etwas weg. Ja, sieht gut aus. So, mit dem Verschieben-Werkzeug ziehe ich mir den Zigarrenrauch mal rein. Mit Steuerung 0 bilde ich das komplette Foto ein. Steuerung T für Transformieren. Nochmal Steuerung 0, damit das etwas kleiner. Und verschiebe mir hier mal den Rauch hier rein. Steuerung Minus kann man noch etwas rauszoomen. Ja, sieht schon gut aus. Ich drehe mir hier das noch ein bisschen. Ja, gefällt mir hier von der Position her ganz gut. Rechte Maustaste verformen, damit der Rauch hier nicht so ganz gerade rauskommt. Kann man sich hier noch etwas spielen. Ja, das sieht schon mal gut aus. So, der Rauch ist jetzt da im Bild drinnen. Gut. Nachdem wir jetzt da den Rauch haben von der Zigarre, muss die Zigarre natürlich auch noch brennen. Jetzt blenden wir uns die Himmelebene ein. Mit dem Auswahlwerkzeug wähle ich hier mal diesen Bereich des Himmels. Moment, wie breit ist der? Ja. Wähle ich mir hier diesen Bereich des Himmels. Hier habe ich am meisten Texturen drinnen von den Wolken. Mit Steuerung Umschalt I kehre ich die Auswahl um. Mit dem Entfernen lösche ich den Rest mal. So, und jetzt geht es eigentlich mit dem Transformieren-Werkzeug wieder weiter. Das machen wir jetzt mal kleiner. Zoome mal in das Bild rein. So, diesen Bereich hier brauchen wir auch nicht. Mal weg. So, und jetzt transformiere ich mir das mal so auf die Größe der Zigarre ungefähr hin. Sind wir hier? Hier. Und
Hier. Ja, das ist schon mal besser. Gut, dann werden wir etwas größer machen. So, und wenn ich mir jetzt diesen Himmel ansehe und die Zigarre ansehe, ich mache hier mal eine neue Ebene zum Malen, sehe ich hier, dass die Zigarre leicht schräg steht und der Himmel hier eigentlich gerade ist. Das heißt, ich transformiere mir hier das nochmal. Mal sehen. Mit der Steuerung-Taste kann ich ja diese einzelnen Punkte angreifen. Steuerung-Taste gedrückt halten beim Transformieren, ja. Und dann kann ich das hier nochmal so verzerren. Ja, das wirkt schon mal ganz gut. Und jetzt da geht's ans Basteln. Ich wähle mir nochmal eine Tonwertkorrektur mit einer Schnittmaske. Und sage jetzt da, das Blau soll schwarz sein. Füllmethode falsch. Diese Füllmethode, der Tonwertkorrektur soll natürlich normal sein. Den Himmel setzen wir jetzt auf negativ multiplizieren. Und transformieren wir den jetzt nochmal ungefähr auf die Größe der Zigarre hin. Stellen wir wieder eine Maske. Und mit einem Pinsel male ich mir das jetzt rein. So. Noch etwas mehr. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt soll natürlich, die Zigarre soll natürlich brennen. Nicht weiß brennen, sondern gelb-orange. Jetzt werden wir mal etwas basteln. Als erstes würde ich mal sagen, verwende ich hier einen Verlauf. Nehmen wir so gelb-orange. Radial. Machen wir mal viel, viel, viel kleiner. Okay, ich nehme die Schnittmaske mal kurz weg. Ja, jetzt sehe ich, der ist hier. Jetzt kann ich den wieder hier rauf verschieben. Kleiner skalieren, okay. Wieder eine Schnittmaske, die Tonwertkorrektur, eine Schnittmaske. So, jetzt geht's hier weiter. Doppelklick, dann kann ich diesen Verlauf hier auch verschieben. 1% ist groß genug. Geht 0,5 auch. Nein, okay, 2% sind mir zu viel. 1%, okay. Setze die Deckkraft mal herunter. Ja, bei ca. 60%. Das gefällt mir schon sehr gut. Und jetzt probieren wir noch. Weiches Licht. Nein, das ist zu wenig. Hartes Licht. Ja, und schon glüht die Zigarre. Gut, an und für sich sieht das nicht nur so schlecht aus. Jetzt bringen wir aber noch mehr Details rein. Zoomen wir noch etwas größer. Und zwar werde ich jetzt hier über diesen Himmel den Verlauf und die Tonwertkorrektur eine leere Ebene einbringen. Und mit dem Pinsel, ich nehme hier eine Farbe auf, mit der Alt-Taste öffnet sich die Pipette. Das gefällt mir nicht so gut. Müssen wir etwas mehr Glimmer reinbringen. Ich will jetzt einen gelb-orange dran. Ja, das sieht gut aus. Und mal hier noch den Rand etwas ein. Von der Zigarre. Welches Licht? Ja, das sieht schon gut aus. Jetzt ist mir das aber noch zu kantig, zu eckig. Also wähle ich hier den Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußschen Weichzeichner. Mache hier diesen Ring noch etwas weicher. Ja, ist schon besser. Ein kleines Detail, jetzt kommt das Glühen noch etwas raus. Und zusätzlich
Mache ich hier noch eine neue Ebene. Nehme hier einen etwas gelblicheren Ton. Mal hier einmal drauf, damit hier wirklich das Zigarrenleuchten noch mehr rauskommt. Welches Licht? Ja. Sieht schon gut aus. Noch etwas mit der Deckkraft runter. Dann bekommt man hier gerade noch ein bisschen Leuchten zusammen. Und jetzt möchte ich aber noch diesem Himmel hier noch mehr Zeichnung in diesen glühenden Zigarrenstumpf reinbringen. Zu diesem Zwecke mache ich mir eine Dodge and Burn Ebene. Füllmethode weiches Licht mit neutralem Graufüllen. Es geht hier mit gedrückter Alt-Taste auf neue Ebene. Dann kann man hier das einstellen. Ich habe hier eine Dodge and Burn Ebene jetzt da. Das ist ein Grau, 50% Grau, Füllmodus weiches Licht. Und mit dem Abwedler und dem Nachbelichter wird hier etwas stärker raufgehen. Werde ich jetzt dann auch diese Details nachzeichnen. Das Dunkle etwas dunkler, das Helle etwas heller, um hier noch mehr plastische Wirkung reinzubringen. So. Ja, das Licht kommt noch besser. Ja, wunderbar. Und schon haben wir unsere Zigarre fertig. Das Ganze zusammengefasst in einer Gruppe. Ohne Glühen, mit Glühen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Probieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Maxl. Ciao.